Ich muss nicht rechnen können. Du hast jetzt voll in den Vorspann reingeredet. Ist mir egal. Das machen wir nie. Gehört sich nicht. Wir machen nur die Flaschen auf. Dann hört doch keiner Mensch. Dann weiß doch keiner, wer wir sind. 30 Minutes left. Wir sind 30 Minutes left, Folge 44. So, jetzt weiß das doch jeder. 30 Minutes left. Und warum ich gerechnet habe. Hallo Holger übrigens. Hallo Arne. Warum ich gerechnet habe, ist, weil wir hier Engel-Cola-Mix haben und wir nicht wissen, wie viel Koffein drin ist. Und deswegen hat Arne gesagt, er nimmt mal einfach an 3%. Ja, aber 3% erscheint mir ein bisschen zu viel. Nein, wahrscheinlich sind das sowas wie 6 Milligramm pro 100 Milliliter. Ja. Genau, das ist irgendwie sowas. Also was hat nochmal Coca-Cola? 9,5. Ja, dann wird das irgendwie auch so aus die Hälfte wahrscheinlich davon sein. Also ich glaube, die werden da nicht besonders viel drin haben. Ich frage mich, ab wann die das aufschreiben müssen. Aber schmeckt gut. Also so für so einen Spezi-Verschnitt, sage ich mal. Oder Mezzomix-Verschnitt. Also halt so ein Cola-Orangensaftgetränk. Mhm. Danach kann man jedenfalls gut schlafen, glaube ich, weil so viel Koffein ist da nicht drin. Ja, das glaube ich auch. Hast du denn gut geschlafen letzte Nacht, Arne? Du konntest eine Stunde länger schlafen, ne? Nee, ich konnte tatsächlich eine Stunde weniger schlafen, weil ja die Uhr umgestellt wurde. Was hast du denn mit der Stunde gemacht, die dir geklaut wurde? Stunde, ich habe einfach länger geschlafen. Mir wurde ja keine Stunde geklaut. Wieso das denn nicht? Die Uhr ist ja keine hergekommen, hat eine Stunde weggenommen. Die Uhr wurde halt nur umgestellt, was ich total bescheuert finde. Weil dieses ganze mal Uhr umstellen, mal wieder zurückstellen, das ist total nervig. Ich kann mir das zwar gut merken. Es gibt ja so schöne Sprichwörter, mit denen man sich das merken kann. So spring forward, fall backwards. Das ist so ganz einfach. Okay. Man springt nach vorne, man fällt nach hinten. Oder irgendwie im Sommer stellt der Gastwirt seine Stühle vor das Café und im Herbst holt er sie zurück in den Keller. Boah, das habe ich noch nie gehört alles. Nee? Nee. Oh. Ich weiß immer nur, dass es im Radio immer die Frage gibt im Winter, was macht ihr denn jetzt mit der Stunde, die euch geschenkt wird? Ja, deswegen habe ich mir gedacht, fragen die wahrscheinlich jetzt auch hier von gestern oder so, was machen sie denn jetzt mit der Stunde, die ihnen fehlt? Ja, nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das wurde ja irgendwie 1980 in Deutschland letztmalig eingeführt. Das wurde irgendwie schon im Ersten Weltkrieg mal eingeführt und immer wieder abgeschafft und hier und da und bla bla. Und irgendwie die FDP hat mal im Bundestag eine Anfrage gestellt, wie das denn jetzt aussieht hier mit Energiesparen, weil deswegen wurde das damals ursprünglich eingestellt, damit die Leute halt abends weniger heizen oder weniger Licht verbrauchen oder so. Mhm. Hat irgendwie gar nichts gebracht, glaube ich, teilweise sogar negative Effekte, weil die Leute jetzt länger ihre Klimaanlage laufen lassen, weil sie länger arbeiten müssen in der Sonne, in der Nachmittagssonne. Auf jeden Fall, die Bundesregierung wird das wohl, glaube ich, gerne abschaffen, aber nur, wenn alle europäischen Partner da mitmachen. Weil als einziges Land in der EU ist das ein bisschen doof, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ja. Ist ja auch für Geschäftsbeziehungen irgendwie blöde. Ja, ja, ja. Und für... Vor allen Dingen, es ist sehr lustig, irgendwie habe ich gelesen, dass Züge beim Zurückstellen der Uhr eine Stunde lang im Bahnhof stehen bleiben. Warum das denn? Nein, beim Vorstellen. Beim Vorstellen der Uhr, genau. Die kommen um 2 Uhr im Bahnhof ein. Ja. Nee, beim Zurückstellen. Ja, auf jeden Fall, die stehen eine Stunde im Bahnhof rum. Um die Zeit, die sie... Um diese Stunde wieder auszugleichen. Und das ist natürlich total schwachsinnig. Und dann aber jetzt hier, wo die Stunde fehlt, da fliegen sie dann einfach mal. Nee, da kommen sie einfach mit einer Stunde Verspätung an. Das ist ja voll bescheuert. Ja. Nur damit die ihren Bahnplan nicht ändern müssen? Genau, vor dem Tag? Genau. Habe ich irgendwo gelesen. In Berlin, die S-Bahnen, die fallen halt in dieser Stunde aus, die halt da fehlt, ne? Aber die ist ja nichts Neues, weil die S-Bahnen fallen ja sowieso immer aus, wenn in Berlin halt mir sein lassen. Ja, fällt das, glaube ich, nicht auf. Ich bin da, glaube ich, ganz selten mal S-Bahn gefahren. Naja, ich weiß auch nicht, wie das in Hamburg hier ist. Ich bin auch selten. Weil meist schlafe ich um die Zeit. Ja, ich auch. Und zwar, damit ich im Sommer dann besser grillen... Ah, ja, was ich noch sagen wollte. Der Postillon hat gesagt, er wollte jetzt endlich mal, dass die Winterzeit jetzt endgültig abgeschafft werden soll. Und dann, dass nur noch die Sommerzeit gelten soll. Hm. Weil Winterzeit bringt in Deutschland eigentlich nicht so viel. Es bringt nur was in Ländern mit Skigebieten vielleicht. Da hat Deutschland jetzt nicht so viele von. Und so nur Sommerzeit wäre halt gut, weil dann bräuchte man halt auch nur Sommerklamotten und es wäre deutlich angenehmer so zum das Leben. Auf jeden Fall praktisch. Ja, ne? Ja. Finde ich auch. Dann könnte man auch mehr grillen. Das stimmt. Ich grill ja sehr gerne. Hast du schon gegrillt?
Ja, so kurz ein bisschen. Ich habe irgendwann vor 3 Wochen oder so gegrillt, weil das da erstmalig so halb schönes Wetter war. Das war nett. Ja, angrillen mache ich traditionell mit meinen Freunden irgendwie immer im Januar, abgrillen im Dezember, damit wir eine lange Grillsaison haben. Genau. Da wird ja dir dann die fehlende Winterzeit auch gut Ja, passen, meine ich. natürlich, es ist halt besser, wenn man bei warmem Wetter grillt. Ja. Genau. Was man dann ist natürlich doof, weil bei warmem Wetter gehe ich ja ungern ins Kino. Da gehe ich ja lieber im Winter hin, wenn es sowieso draußen eklig ist. Weil ich sitze ungern, wenn schönes Wetter ist drin. Das stimmt. Aber ich war jetzt am Montag wieder im Kino, Wie immer. wie immer. Manchmal vergesse ich das zu berichten, dass es ein Film kam. Also diesmal kam The Woman in Black. Das ist irgendwie so ein Horrorfilm. Spielt mit so einem Geisterhaus, was da. Ach, da spielt irgendein Schauspieler mit, den ich schon mal gehört habe von. Da spielt Harry Potter mit. Das ist Ach ja, Daniel Radcliffe. Harry Potter und die schwarze Frau heißt der Film nämlich auch im Untertitel. Nee, aber das ist so ein. Ich habe immer gesagt, ich mag Horrorfilme, ne? So Sachen wie Scream und sowas sind hier mal auch eher Komödien. Es gibt ja auch verschiedenste Arten Ja. von Horrorfilmen. Aber das war halt so ein Horrorfilm, der war total billig gemacht. Also, du hattest immer. Was war es denn für ein Horrorfilm? Ja, so ein Suspense, Geistergeschichten. Geisterkram, ne? Der Typ kam halt irgendwann in ein Haus, da hat sich was bewegt, dann kam unheimliche Musik, dann wurde es ruhiger, dann wurde man erschreckt. Das war halt immer wieder das Gleiche, tausendmal die gleiche Szene. Und ich habe mich jedes Mal wieder erschreckt. Das ist doch der Sinn von so einem Ich Film. saß den ganzen Film da mit Gänsehaut. Ich habe total häufig überlegt, ob ich einfach das Kino verlasse, weil das hat mich echt gestört. Ich gucke auch sehr ungern Horrorfilme im Kino, weil man da einfach nicht die Chance hat, sich mal abzulenken. Also Kino ist ja quasi, da bist du ja gefesselt von dem Film und von dem Raum und von dem Klang und so. Wenn du einen Film zu Hause guckst, dann kannst du auch mal eben an die Wand gucken, wo dein Bild hängt, was du vertraut hast und so. Und das geht halt im Kino immer nicht. Ja, und ich habe meist sowieso, wenn ich zu Hause einen Film gucke, das iPad auf dem Schoß und surfe im Internet Ja, nebenbei. mal ja, mal ja. Ich habe im Kino mal Ghost Ship gesehen. Kennst du den? Den kenne ich, da werden die einmal durchgeschnitten, Ja, alle mit so genau. einem Das Band. ist Ja. ja auch so ein ganz furchtbarer Horrorfilm. Ich wusste das auch nicht, es war das Nick. Und ich hätte ihn lieber nicht gesehen im Kino. Tatsächlich hätte ich ihn überhaupt nicht gerne gesehen, weil ich eigentlich auch kein Horrorfan bin. Ich mochte den ganz gern. Also generell mag ich eigentlich Horrorfilme, nur halt, wenn ich die ganze Zeit so billig erschreckt werde und auch noch drauf reinfalle, dann mag ich das nicht. Ich habe mich ja sogar bei Jurassic Park erschreckt, beim ersten, den ich im Kino gesehen habe, also beim ersten Jurassic Naja, Park. als der erste Jurassic Park ins Kino kam, da warst du aber auch jung, da hast du dich auch erschreckt, wenn irgendjemand Bu Da habe ich gesagt mich hat. erschreckt, als dieses komische, der kleine Dinosaurier, der so süß aussah, auf einmal seinen riesen Cape da aufgespannt hat und Ah, gespuckt hat. ja, das ist aber auch eine bewusst gruselige Szene da im Regen mit Ja, dem Dicken. genau. Sehr lustig war, dass da waren einige, so drei Mädels vor uns. Erstmal haben sie vorher die ganze Zeit genervt und sich irgendwie angepudert die ganze Zeit. Im Kino. Im Kino, ja, die eine saß Cool. da mit ihrem komischen Pinsel, hat sich da die ganze Zeit im Gesicht rumgefummelt. Und dann sind die gegangen, nach den Trailern, bevor der Film anfing. Also das kam so als erste Logo von den Firmen, den Film gemacht haben. Und ja, dann sind die gegangen. Die wussten, was für ein Film kommt? Ich weiß es nicht, die sind direkt dann gegangen. Vielleicht wollten die auch nur einen Trailer gucken und haben gehofft, dass es da einen Trailer für die Tribute von Panem gibt oder so. Keine Ahnung, vielleicht haben sie gehofft, dass der Pirates-Trailer nicht gezeigt wird, dass dann Pirates gezeigt wird. Das heißt, so ein komischer neuer Pirates? Animationsfilm, ja, der ist Ach ganz gut. so, ich dachte, du meinst den Porno. Nee, den meine ich nicht. Ich meine auch nicht Pirates of the Caribbean, das ist irgend so ein Okay. Animationsfilm, sah ganz lustig aus. Hast du gestern Fernsehen gesehen? Gestern, nee. Da kam Neu Versüht in der Öffentlich-Rechtlichen mal wieder. Das ist ja einer von diesen Filmen, die von so einem Buch stammen und dieses Buch ist doch von so einem Sven Regener. Genau, die Bücher habe ich auch alle drei gelesen. Also es gibt erstmal Herr Lehmann. Das war das erste, nee, das war das zweite Buch. Sagte er. Oder das erste Buch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es gibt drei Bücher, Herr Lehmann, Neue Versüd und der kleine Bruder, der große Sagte Bruder. er. Sagte wer? Sagte er. Das ist doch der Stil von Sven Regener, dass der immer erzählt, hier sagte er. Weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Und dann ging ich da lang, sagte er. Und ich sagte, ja, dann bin ich da auch lang gegangen. Nee. Doch. Weiß ich nicht. Auf Es jeden ist Fall. anstrengend zu lesen. Nee, Ich habe ich das meine, mal ich finde. versucht zu hören und es also als Hörbuch und ne, zwar neu versucht und ich habe es nicht geschafft, weil es. Ich habe die drei Bücher so verschlungen. Also, ich habe ja auch. Also, das Neue Versüd spielt ja in Bremen. Das ist irgendwie die Vorgeschichte zu Herr Lehmann.
Ist ein deutlich dickeres Buch und deswegen hat Sven Regner das auch nicht selber verfilmt, sondern die ARD hat es halt verfilmt. Und ja, weil Sven Regner hat halt Herr Lehmann das dünne Buch auf 90 Minuten aufgefilmt oder rausgefilmt fürs Kino. Aufgepustet? Aufgepustet? Nein, aufgepustet nicht. Und er wollte halt das dickere Buch nicht in das gleiche Format bringen. Ah. Aber die ARD hat das eigentlich ganz gut gemacht. Also ich habe mir den damals auch aufgezeichnet, als er das erste Mal kam. Mhm. Vor allen Dingen, weil ich auch den Dreh mitbekommen habe in Bremen. Da habe ich zu der Zeit in Bremen gewohnt. Und dann haben die auch Komparsen gesucht und die ganze im Viertel. Das ist so ein Stadtteil von Bremen, halt das Steintorviertel. Da standen halt ganz viele alte Autos rum, um das halt so an den Charme vom Film anzupassen. Und auch war nur ein Fernsehfilm, ne? Genau, nur ein Fernsehfilm. Und an der Uni wird dort auch ein bisschen gedreht. Sehr lustig ist das, wenn man Bremen kennt oder auch die Uni kennt, dass eine Szene in der Uni, wo man halt die Mensa sieht, die aber eigentlich erst in den vor 8 Jahren gebaut wurde. Und der Film spielt ja deutlich davor. Aha. Das ist ja lustig, aber... Quasi ein Zeitfehler. Ja, aber das ist ja so, die können ja keine neue Mensa, und das ist schon okay, glaube ich. Auf jeden Fall Sven Regner, den man ja also von den Büchern kennt, vielleicht, oder auch von seiner Band Element of Crime, der hat letzte Woche so einen richtigen Rand wegen des Urheberrechts abgelassen. Hast du das gehört? Das habe ich tatsächlich nicht gehört, aber ich weiß, was er wollte. Im Bayerischen Rundfunk. Er ist nämlich plötzlich der Meinung, dass man als Künstler für seine Werke Geld kriegen sollte. Was ja eigentlich auch nicht... Das lassen wir uns mal erstmal so hinstellen. Okay. Und dann hat er gesagt, so ungefähr, alle Urheberrechtsgeschichten und Anti-ACTA-Demos und so, das ist nur von Leuten, die für Künstler, also die Künstlern kein Geld geben wollen für ihre Kunst. Genau, und sie wollen auch nicht auf YouTube sein, weil nämlich Google nicht per Klick bezahlen möchte. Sagen genau. Sie. Dabei ist das schon falsch. Und da hat er dann kräftig gegen alle möglichen gewettert, die seiner Meinung nach ihn um sein wohlverdientes Geld bringen. Genau. Und das ist kurz gesagt Unsinn. Genau, weil Google möchte gerne per Klick bezahlen, nur halt nicht so viel, wie die GEMA gerne hätte. Auf jeden Fall hat sich der Langer, wie heißt er noch mit vorne? Der Lauer, der, wie heißt er noch? Christopher von, Lauer. Christopher Lauer, der Vorsitzende von der Piratenpartei. Ja, genau. Vorsitzender. Der hat dazu dann halt auch ein Statement abgelassen. Genau, und das habe ich gehört und das fand ich ziemlich gut. Möchtest du es nochmal wiedergeben, was er so gesagt hat? Weil ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht aus dem Kopf, aber wir dürfen es wahrscheinlich auch spielen, oder? Sollen wir es mal machen? Hast du es da? Haben wir Zeit? Ja, wir haben Zeit. Gott, dann spiele ich das einfach mal. Ich muss es mal eben suchen. Kannst du mal kurz über Überbrückungsmusik. Überbrückungsmusik. Ich kann ja mal ganz kurz was anderes da zwischendurch durchsagen. Obwohl, ich weiß auch gar nicht. Du müsstest da ein Kabel. Ja. Da hast du ein Kabel. Jo. Ist das lang genug? Jo, das sieht gut aus. Ja. Ich würde sonst auch reinspielen. Oh, da habe ich schon was gehört. Ja, da habe ich das Kabel da reinge. Hätte ich vielleicht erstmal auf Mute drücken müssen, ne? Nee, das hat auch kein anderer gehört. Bestimmt nicht. So, ich guck mal, ob ich jetzt hier das. Zu hören kriege. Auf jeden Fall überlege ich jetzt echt, ob ich noch mehr weiter Sachen von Sven Regner kaufen soll oder nicht. Ich glaube, der hat jetzt kräftig den Kopf gewaschen gekriegt nach dieser Aktion. Ja, hoffentlich. Also er ist ja im Grunde, hat er ja einen vernünftigen Ansatz. Er hat nur nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Genau, und es... Oh, da ist es, warte mal. Milliarden damit verdient, dass da seine... Warte mal, ich fange mal vorne an. Mach das. Ich glaube, es ist gar nicht vorne, aber ich spiele es einfach mal ab, so viel ich habe. Wenn er sich darüber beschwert, dass YouTube Milliarden damit verdient, dass da seine Lieder hingestellt werden und dann Werbung geklickt ist, dann muss er sich doch mal die Frage stellen, warum die Plattenlabels, deren Wichtigkeit er dort unterstrichen hat, nicht in der Lage waren, als das Internet aufkam, ähnliche Plattformen aufzuziehen. Ich meine, wir reden hier über Google, das ist eine Firma, die gab es vor 30 Jahren nicht. Und wenn wir über die GEMA reden, wer kriegt denn da das Geld? Das kriegen noch nicht die jungen Künstler, die eigentlich unterstützt werden müssen, sondern am Ende, ja, bekommt halt Herbert Grönemeyer oder Sven Regner das Geld, aber doch nicht irgendwelche kleinen Künstler. Und wenn er darüber redet, dass die Piratenpartei ihn verklagen würde, wenn er eine Partei gründet, die Piratenpartei heißen würde, dann, also der Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung, da müssten wir gar nichts machen. Da sagt der Bundeswahlleiter einfach, Entschuldigung, Herr Regner, aber die Partei, die Sie dort gegründet haben, die Piratenpartei, die gibt es schon und die können wir leider jetzt nicht zweimal haben, weil dann kommt es zu Konfusion. Aber ich lade Herrn Regner ein. Auf jeden Fall, wer das Ganze hören kann sich das mal beim Bayerischen Rundfunk anhören.
Genau. Und das Statement ist aber auf jeden Fall sehr gut und der kontert eigentlich, glaube ich. Nimmt alle Argumente raus. Die, ja, genau. Die macht es gut. Die Sven Regener da bringt. Genau, aber das hat mich sogar ein bisschen aufgeschreckt, dieses Statement. Und dann habe ich mal bei einem meiner Lieblingskünstler, der jetzt demnächst ein neues Album herausbringt, angefragt, ob ich ein Lied von ihm spielen kann. Wer ist denn das? Das ist Digger Barnes. Den kennt man nicht, vielleicht kennen ihn einige. Der hat bis jetzt erst ein Album rausgebracht, Time Has Come. 2009 war das, glaube ich. Und der kommt jetzt ein neues Album rauf. Und ich mach mal an, das ist so ein... Du hast gar nicht gesagt, was ist eigentlich... Was? Ach ja, der hat gesagt, ja, natürlich kannst du das Lied spielen. Und auch noch andere, dazu ist ja Musik da. Und jetzt raus in die Sonne. Also das war gestern. Schön. Das ist so Country-Musik so ein bisschen. Sehr ruhig, das Album. Ich bin mal gespannt, wie das neue wird. Das kann man jetzt auf Amazon kaufen. Ist mir aber insgesamt schon mal sehr sympathisch, dass du sagst, spiel meine Musik, dafür ist sie da. Ja. Ist gut. Aus, klingt gut. Ja. Das habe ich im letzten Jahr so oft gehört, das Album. Und also ich habe ihn, es ist sehr lustig, ich habe ihn kennengelernt quasi in Bremen auf dem Viertelfest. Da habe ich auf jemanden gewartet. Und also Viertelfest ist es halt so ein Stadtteilfest, wo dann noch ganz viele Bühnen sind und viele kleine Künstler sind. Und auf einer Bühne war halt er, und zwar genau an der Stelle, wo ich auf die andere Person gewartet habe. Mhm. Und er hat da halt gespielt. Und ich fand das so gut, da habe ich erstmal schön mit dem iPhone aufgenommen, um dann nachher zu Hause das nachzusuchen und dann gleich Album gekauft. Beziehungsweise bei iTunes erstmal vorgehört und dann gekauft, weil halt alles sehr gut war. Ja, und seitdem höre ich das. Und der kommt jetzt auch irgendwann noch nach Hamburg, da werde ich auch schön hingehen zum Konzert. Freue ich mich sehr drauf. Das klingt sehr chillig. Ja. Was macht er sonst so, auch so chillige Sachen? Ja, das ist alles so. Ich kann mal weiterschalten. Muss ich mal eben hier. Was ist denn noch? Das ist auch gut, Everybody Run. Das ist ein bisschen schneller. Ich kann mal ein bisschen vorspulen. Ja, auch nicht viel Renner. Ich kann die auch inzwischen fast alle mitsingen. Das klingt auch gut. Ja. Das ist alles so in der Art. Hat so ein bisschen US-Country-Style. Wo kommt der her? Irgendwo aus Deutschland. Okay. Weißt du, wie groß der ist? Jetzt sag nicht 1,70. Ich meine, wie viele Fans er hat? Keine Ahnung. Wie viele waren denn da, wo du warst, wo der gespielt hat? Das war ja so ein Straßenfest. Die Straße war voll. Aber so vor der Bühne direkt standen jetzt auch nicht so viele, die da nur wegen ihm gegangen sind. Keine Ahnung. Es war halt auch kostenlos und alles. Also daran kann man das, glaube ich, nicht messen. Ich glaube, er ist nicht so groß. Jedenfalls in Deutschland nicht. Aber ja, allein, dass er dir persönlich sofort geantwortet hat, sagt ja. Und er auch genug Zeit hat dafür. Innerhalb von einer Stunde, samstags morgens. Sich genug Zeit nimmt. Ich finde das ja großartig, wenn Leute sich Zeit nehmen, um mit ihren Konsumenten direkt zu konversieren. Genau. Genau. Und, die habe ich halt auf diesem Festival da kennengelernt. Und dann ist mir aufgefallen, dass man ja echt neue Musik relativ schlecht kennenlernt, wenn man nicht andauernd Radio hört, was ich überhaupt nicht mache. Mhm, das stimmt. Und jetzt ist ja Spotify in Deutschland gestartet. Und ich glaube... Das ist doch dieser Facebook-Musikdienst, oder? Ja, hat eigentlich nichts mit Facebook zu tun, außer die Tatsache, dass man sich über seinen Facebook-Account einloggen muss. Hat also rechtlich nichts mit Facebook zu tun. Aber man muss Facebooken, um zu Spotifyen. Man muss einen Facebook-Account haben, um sich anmelden zu können, ja. Ja. Genau. Und auf jeden Fall, da kann man auch so Künstlerradio, nennen die das, starten, wo halt Musik von ähnlichen Künstlern gespielt wird, wie dem einen, den man da gerade angemacht hat. Und ich glaube, darüber lernt man auch ganz gut andere Musik kennen. Das muss ich jetzt, also ich brauche das jetzt eigentlich tatsächlich gar nicht, weil wenn ich Musik hören will, die so ähnlich ist wie die Musik, die ich höre, da ich meine Musik sowieso über iTunes höre, kann ich einfach die rechte Seitenleiste aufmachen und sagen, find mir Musik, die genauso klingt. Aus deiner Timeline, aus deinem Album, Kram, Bibliothek, so.
Also nehmen wir an, ich höre ein Stück von Bob Dylan und dann sage ich, ja, finde ich gut, dann schlägt er mir andere Musik von Bob Dylan vor und dann schlägt mir auch andere Künstler vor, die so ähnlich sind. Ja, aber was ist, wenn du noch gar keine, die Musik noch gar nicht kennst, wenn du noch neue Musik kennenlernen möchtest? Das ist natürlich also neuere Genres oder so. Nee, das ist nicht neuere Genres, sondern auch komplett neue Künstler, die du nicht in deiner Bibliothek hast, die du noch gar nicht kennst. Ja, das macht er dann doch. Ja, dann musst du ja gleich kaufen. Nee. Bei iTunes. Ich kann ja auch erstmal vorhören. Ja, vorhören, genau. Und bei Spotify kannst du halt die Lieder komplett hören. Und ob sie dir gefallen oder nicht. Und das kannst du in einem Fluss quasi durchhören. Und dann kannst du irgendwann sagen, boah, das gefällt mir, das will ich jetzt kaufen. Also die wollen natürlich, dass man sich da das Super-Abo holt und dass man dann immer nur streamt. Aber so ein Typ bin ich nicht. Ich will halt lieber die Musik, die ich immer höre, kaufen. Und ja, dann das geht mir genauso. Ich habe mich da nicht mal angemeldet bei Spotify. Dabei wäre Facebook nicht mehr das Problem gewesen. Sonst reizt mich einfach überhaupt kein Stück, meine Musik zu streamen. Also mich auch nicht. Aber so dieses neue Kennenlernen von Musik, das finde ich halt ganz gut. Und deswegen habe ich das gemacht. Weiß ich nicht. Ich haut mich auch nicht so vom Hocker. Aber auch halt nur diesen kostenlosen Account, weil ich sehe das auch nicht ein, dass ich dafür jetzt noch Geld bezahle. Die wurden ja auch gerade irgendwie überall verschenkt, diese 3-Monats-Abos oder so, oder 6-Monats-Abos oder... Ja? Ja, es gab diverse Aktionen, dass man irgendwie ein Abo dafür kriegt. Ich habe kein Abo, ich brauche es auch nicht, glaube ich. Da kommt ab und zu mal Werbung zwischendurch, das fand ich sehr lustig. Die ist ein bisschen anders als Radiowerbung. Die ist ein bisschen laut und man kann sie nicht skippen und man kann sie ja nicht... Man kann sie pausieren. Man kann sie pausieren? Ja, ich habe einfach mal auf Pause gedrückt. Ah. Und dann kam mal, also ich habe gedacht, was passiert jetzt wohl, wenn ich jetzt gerade Ruhe haben möchte? Kann ich auf Pause drücken? Zack, ging. Irgendjemand hat bei Twitter gesagt, es geht nicht. Das war gut. Es ging bei mir. Ja. Und so entdeckt man halt neue Musik, fand ich ganz gut. Ja. Was man auch ab und zu entdecken möchte, sind Programme. Die meisten Programme, die ich entdecke, da lese ich darüber in irgendeinem Blog. Da gibt es so verschiedene Blogs, die ich verfolge, die häufig Programme nutzen. Der iPhone-Blog ist einer davon. Schönen Gruß an dieser Stelle. An den iPhone-Blog und an den FSC, den Herrn FSCK-Log auch, der hat auch manchmal Vorschläge. Genau, oder auch Lifehacker hat häufig so Programmgeschichten. Lifehacker ist auch eine sehr gute Sache. Und Lifehacker ist halt auch, also iPhone-Blog und FSCK-Log, die sind halt sehr Mac-lastig, was ich super finde, aber andere vielleicht nicht. Aber Lifehacker hat auch systemübergreifend Programmempfehlungen. Die denken sich zum Beispiel aus, hier, wir brauchen eure Top 5 Ideen, um was weiß ich was zu machen. Und dann kommen halt die Leser von Lifehacker an und sagen, hier, wir benutzen das und das und das und das. Und dann geht Lifehacker hinterhin und sagt, hier, ihr habt gesagt, das sind eure 5 liebsten Programme. Und die sind dann halt Windows, Mac oder was weiß ich was oder Linux oder iOS. Android. Nee, das jetzt noch nicht. Aber. Und da habe ich, neulich hat der iPhone-Blog, der hat gepostet über ein Programm namens Day One. Und das gibt es für den Mac und das gibt es für den iPhone. Und im Grunde ist es nichts als ein Schreibprogramm, was sich merkt, zu welchem Zeitpunkt du den Text da geschrieben hast. Und es quasi ein Tagebuch. Es eignet sich hervorragend für Tagebuchschreiben. Und mit diesem Programm, das habe ich jetzt, und damit habe ich begonnen, ein Tagebuch zu schreiben. Ich finde es gut, das macht Spaß. Weil Tagebuchschreiben nämlich, also das Programm ist einfach sehr schön und deswegen versuchen viele Leute dafür einen Sinn zu finden, und um das zum Nutzen zu können. Und ich schreibe jetzt einfach Tagebuch damit und verspreche mir davon, dass ich zum einen mir besser merken kann, was passiert ist, und zum anderen, dafür wird es auch auf der Webseite, glaube ich, von Day One empfohlen, dass man seinen Kindern oder seinen Nachfahren insgesamt später irgendwann mal zeigen kann, was man eigentlich für ein Mensch war. Okay. So, dass mein Kind irgendwann, wenn es mal 29 ist, sagen kann, Mensch, wie war eigentlich mein Vater, als er 29 war? Und dann guckt er halt nach. Ja, im Jahr 2012, da war mein Vater 29. Hat er reingeschrieben. Was? Da hat er Musik gehört? Und ich er hab hat dick gesoffen. Der hat dick gesoffen und er hat... Da schreibst du rein, was für Musik du gehört hast oder was? Nein, da schreibe ich also immer so eine Kurzkapitulation vom letzten Tag oder so. Kapitulation. Rekapitulation, habe ich gesagt. Kapitulation. Und das funktioniert gut. Und das funktioniert, man kann das synken, wahlweise über iCloud oder über Dropbox mit dem iPhone, und das funktioniert, ohne dass man sich um irgendwas kümmern muss. Das ist herrlich. Ich würde ja, um so zu sehen, was für ein Mensch, was man so gemacht hat, viel besser finden, wenn das alles automatisiert passiert. Also zum Beispiel, wie ich bei Last.fm meine gehörte Musik hochschicke. Musik, ich habe langes U gesagt. Hätte ich auch gerne irgendwie so einen Dienst, der automatisch immer speichert, wo ich
gewesen bin und so, damit ich das hinterher auswerten kann. Also ich habe da so ein bisschen was programmiert, da muss ich nochmal ein bisschen dran weiterarbeiten. Aber sowas finde ich halt viel interessanter. So Zahlen, Fakten, keine Texte. Ohne so schöne Balkendiagramme. Das finde ich auch spannend. Chartendiagramme. Also wenn ihr irgendwas kennt, liebe Hörer, so ein Programm, das das automatisiert. Ich weiß, es gibt sowas. Ich habe mich da noch nicht großartig drum gekümmert. Ich weiß, es gibt ein Programm, was automatisch speichert, was du alles mit deinem Computer machst. Und daraus dann versucht rauszukriegen, was du so, wo du so bist und was du so treibst. Da habe ich letztens. Macht dann automatisch ein Tagebuch quasi. Da habe ich letztens irgendwas gesehen, hat irgendeiner auch sein Leben ausgewertet, irgendwie die letzten 10 Jahre. Wann er wie viele Tastaturanschläge gemacht hat, wie viele E-Mails verschickt hat und sowas. Und dann könntest du genau sehen, wann er Mittagspause macht und wie viel Uhr. Das war richtig genial. Ich stehe ja auch total auf Statistiken. Also, liebe Hörer, wenn ihr sowas kennt, dann sagt uns doch mal Bescheid. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Egal. Muss ich jetzt auch nicht nachgucken. Und letztens hast du noch erzählt. Genau, es gibt nämlich auch Programme, die benutzt man und die sind schlecht. Es gibt das schöne Beispiel, es gibt dieses iPhone-Spiel, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ich muss gerade mal nachgucken, wie es heißt, weil ich es nämlich vergessen habe. iPhone-Spiel? Ja, iPhone-Spiel, das ist so ein Kartenspiel und es heißt... Ach, das war dieses Card Combat? Genau, Card Combat heißt es. Und das Programm ist schlecht. Ja, das habe ich von Anfang an gesehen. Echt schlecht. Das Spiel macht leider total Spaß, deswegen habe ich das auch noch. Aber das Programm ist echt schlecht. Der macht zum Beispiel so unsinnige Sachen, wie zum Beispiel, ich brauche 5 Klicks, um vom Programmstart ins Spiel zu kommen. Mhm. Und er hat eine Zeit lang Werbung dazwischen geschaltet, die man als zahlender Kunde trotzdem immer wieder bekommen hat, sobald man die App aufgemacht hat. Was ich total unmöglich finde. Ja, als zahlender Kunde sollte man keine Werbung sehen. Richtig. Zum einen das und zum anderen hätte er auch mal einen Knopf machen können wie, zeig mir das nie wieder. Ja. Und außerdem benimmt die App sich ganz merkwürdig. Ich habe auch angefangen. Ich kann mal mit diesem... Ist echt furchtbar. Mit dieser Spielart nicht zurecht, mit diesem Kartenspiel, Sammelkartenspiel. Und es hat mich halt gestört, dass ich nie Push-Nachrichten bekomme. Und genau. Deswegen habe ich es halt irgendwann... vergessen, rausgeschmissen. Die gelöscht. Push-Nachrichten, also inzwischen macht er halt Push-Nachrichten, aber die Push-Nachrichten, die sagen nur, du hast bei Card Combat da ist was passiert und er hat kein eigenes Icon, sondern es kommt immer das Game Center-Icon. Mhm. Und das finde ich furchtbar. Außerdem haben diese Push-Nachrichten den Fehler, wenn man das Programm öffnet, sind sie trotzdem noch in der Push-Nachrichtenliste. Das heißt, man muss sie da allesamt manuell rauslöschen. Ja, und er tut auch keinen Badge an das Icon. Das heißt, wenn du eine Push-Nachricht bekommen hast, dann weißt du nichts davon. Und du siehst sie nicht, dann... Oder du siehst es natürlich, weil sie in deiner Push-Nachrichtenliste drin ist, bis du sie da manuell rauslöscht, was auch total furchtbar ist. Und du siehst auch nichts Genaueres über, wenn du eine Nachricht liest, eine Push-Nachricht, was denn da passiert ist. Ja. Also es ist echt total bescheuert zu bedienen, das Programm. Was auch bescheuert zu bedienen ist, ist The Tube. Es gibt eine Firma, Equinox. Die machen so Fernsehkram. Die machen unter anderem Fernsehkram, die machen auch irgendwie Mail-Vorlagen und so. Und die sitzen, glaube ich, in München und in den USA, bin mir aber nicht so sicher. Und die haben irgendwann mal einen Fernsehstöpsel auf den Markt gebracht, den fand ich gar nicht so schlecht. Den Tube Stick. Und oder den so. Habe ich mir gekauft und da ist eine Software bei und diese Software ist okay. Man kann sie benutzen zum Fernsehen, aber ich habe immer das Gefühl, dass sie viel zu wenig supported wird, dass sie sich nicht darum kümmern, dass da irgendwie aktuelle Ideen mal in dieses Programm einfließen. Und außerdem ist diese 2.9.2 Version, die aktuelle, seit 3 Jahren aktuell. Also ist es nichts von modernem Programmdesign drin. Und auch eine 3.0 scheint es nicht zu geben. Und es gibt dafür auch mehrere iPhone-Apps, die mit dem Programm zusammenarbeiten sollen. Zum Beispiel eines, das heißt Tube2Go. Damit programmiert man seine Dings zum Aufnahmen. Genau, wenn man zu Hause einen Computer stehen hat, einen Mac, wo ein Tube-Stick dranhängt und wo dieses Programm läuft, dann kann man mit Tube2Go über iPhone von überall her quasi seinen Mac-Aufnahme steuern. Und dieses Programm funktioniert nicht. Es zeigt mir einfach, dass das Fernsehprogramm wird einfach nicht angezeigt.
Es gibt keinen Support, der sich darum kümmert und es hast schon mal ist einfach komplett ohne Funktion, das gesamte Programm. Hast mal nachgefragt, ob das dein Fehler ist oder deren Fehler? Nee, habe ich nicht. Aber ich habe mir die iTunes-Rezensionen durchgelesen und die haben genau dasselbe Problem. Okay, dann sollten sie sich aber drum kümmern, dann, wenn die schon negative Rezensionen haben. Ja, hast du auch negativ bewertet? Ja, na klar. Sehr gut. Weil das nämlich einfach nicht funktioniert. Und das geht nicht. Man kann kein Programm für Geld verkaufen. Das kostet irgendwie 70, 80 Cent oder so. Was dann nicht funktioniert und dann keinen Support dafür anbieten. Ja, aber das kann ich ja bei iTunes zurückgeben zur Not. Ja, aber es ist leider schon ewig her, dass ich es gekauft habe und irgendwann funktioniert es mal. Okay, dann. Aber die kümmern sich halt einfach nicht mehr drum. Ja, das kannst du als Softwareentwickler einfach nicht guten Gewissens machen. Nee, eigentlich nicht. Verstehe ich nicht. Wie also Equinox nicht unterstützen. Ich habe das mal, also ich habe auch so einen Equinox-Stick und damals, als das erste iPhone draußen war, habe ich das mit diesem, da gab es noch so eine Live-TV-App. Die habe ich dann mal benutzt, das war sehr lustig. Aber ich habe auch das quasi das Gegenstück dazu, den ITV von Elgato. Moment, zu dieser Live-TV-App, die gibt es immer noch und die ist immer noch nicht auf Retina-Auflösung. Das heißt, auf dem aktuellen iPhone sieht die einfach bescheiden aus. Sogar auf dem letzten iPhone sieht die bescheiden aus. Okay. Ja, vielleicht gibt es die Firma nicht mehr. Doch, die gibt's noch. Die machen ja alle, die schmeißen ja alle Nase lang irgendwelche Sachen raus. Die machen ja auch Garage Sale zum Beispiel, dieses eBay-Ding. Stimmt, das habe ich auch. Und die bringen auch alle Nase lang irgendwelche neuen Produkte raus, aber die kümmern sich halt direkt um die bestehenden Sachen. Und vor allem um die bestehenden Kunden. Naja. Also es ist absolut nicht in Ordnung, so ein Firmenkonzept so zu fahren. Auf jeden Fall von Elgato habe ich das, habe ich auch so einen Stick. Da klappt das eigentlich auch wunderbar alles. Also auch mit dem Aufnehmen von unterwegs. Da braucht man, ja. Also wenn der Rechner und das Netzwerk alles ordentlich konfiguriert ist, dann klappt das wohl. Ja, ich habe mich damals auch entschieden zwischen den beiden und habe mich offenbar falsch entschieden. Ich hätte aber der Tube sieht halt besser aus. Also jedenfalls der ist halt auch ein bisschen kleiner. Sieht halt besser aus als der Elgato, den ich habe. Es gibt natürlich auch andere, aber ich habe diesen ganz einfachen, weil ich hatte den Tube schon zu Hause liegen, war dann in Süddeutschland und wollte Fernsehen gucken. Dann habe ich mir noch das Billigste gekauft, was ich finden konnte. Okay. Mac-kompatibel. Ja, aber inzwischen gucke ich sowieso kein Fernsehen mehr, kommt sowieso nichts Gutes. Doch, es fängt ja jetzt Formel 1 wieder an. Also für Sportübertragung aller Art für Sportübertragung ist es braucht man tatsächlich sinnvoll, Fernsehen zu haben. Und dafür. Oder schlechte China-Livestreams aus dem Internet. Richtig, genau. Ja, wollen wir sonst noch. Wie viel haben wir denn schon? 32. Ja, dann hören wir mal auf. Rausgehen. Sonne geht. Jetzt wird es langsam ein bisschen kalt. Oh, der Dom hat wieder angefangen. Stimmt, ich sehe da hinten Quassel drehen. Genau. Letztes Mal wussten ja einige Leute nicht, was der Dom ist. Der Dom ist ein Jahrmarkt quasi in Hamburg. Ein Kirmes. Ein Kirmes, der ist so dreimal im Jahr, immer für, keine Ahnung, einen Monat. Ewig lange. Also eigentlich ist mehr Dom als nicht Dom. Nein, gefühlt. Gefühlt schon. Aber ein Vierteljahr ist Dom. Ja. Insgesamt. Genau. Weswegen der Dom auch von sich behauptet, das größte norddeutsche Volksfest zu sein, weil er einfach alle Zahlen zusammenrechnet. Ja. Obwohl ich glaube, dass der Freimarkt in Bremen also flächenmäßig größer ist. Der ist hier halt neben dem Millerntor-Stadion, wo Pauli halt 0-0 gespielt hat. Ja, also Dom empfehlen. Nee, aber ich habe mir sagen lassen, als Hamburger geht man da nicht hin. Zum Dom? Ja. Quark. Hat der Julian gesagt. Der hat gesagt, als Hamburger geht man nicht zum Dom. Ach Quark, natürlich gehst du zum Dom. Nee. Als Hamburger gehst du auch auf den Kiez. Aber ich bin ja auch noch kein Hamburger. Ich bin ja erst die Enkelgeneration darf sich Hamburger nennen, habe ich irgendwo gelesen. Ich bin auch auf jeden Fall kein Hamburger. Ja. Naja, nun gut. Soll's. Dann, aber Moment, ich bin ja angeheirateter Hamburger. Nee, zählt nicht. Zählt alles nicht. Aber meine Kinder? Zählt nicht. Was mit denen? Die auch nicht. Ich habe keine, aber wenn dann. Nein. Deren Kinder können mal drüber nachdenken. Ja, du hast aber gesagt Enkel. Also die Enkel quasi von meinen Kindern. Genau. Die vielleicht. Die Enkelkinder von deinen Kindern können mal nett nachfragen, ob sie sich Hamburger nennen dürfen. Okay. Das ist natürlich stressig. Genau. Deswegen kein Stress, mehr trinken. Genau. Und hier, im Gegensatz zu diesem letzten Getränk, was wir letzte Mal hatten, habe ich die Flasche jetzt hier fast leer und sie ist größer. Mir schmeckt es nicht so gut hier, dies. Nee? Ehrlich gesagt. Und mir schmeckt das ja gut. Ich bin gar nicht gesagt, ne? So zur Einladung. Nee. Naja. Ich mag's. Gut. Okay. Dann, wir wünschen euch noch alles Gute. Genau. Wohl. Bis dann. Ciao.
30 Minutes left.